worden. Sie haben sehr schnell zugesagt und wollten das unbedingt machen. Warum ist Ihnen das so wichtig? Naja, mir ist erstens wichtig, ich meine, ich spiele in Dresden schon seit der Wiedervereinigung und ich meine, wir spielen tolle Konzerte. Ich finde, es ist eine wunderbare Stadt. Und ich glaube, wenn man die Stadt stützen kann, dass man ihnen einfach das Selbstvertrauen gibt, sich auch mit solchen Strömungen auseinanderzusetzen, muss man das unterstützen. Und ich glaube, auch differenzieren und da vielleicht dazu beitragen, dass sie sich ein bisschen entzerrt und man auch klar machen, wo man sich verrennt und vielleicht nicht. Aber ich halte das für ganz wichtig, dass man auch eine Haltung zeigt und Stellung bezieht, weil so einfach kann man das nicht einfach vor sich hinschlabbern lassen. Das Problem Pegida ist ja jetzt nicht wegzudiskutieren. Das gibt es ja in Deutschland. Wie erleben Sie das? Na gut, es wäre jetzt unfair, wenn ich jetzt aus meiner Warte von außen irgendwelche wichtigen Analysen mache, weil das ist ein bisschen gefährlich. Aber ich meine, ich habe mir die Punkte durchgelesen im Netz. Ich kriege mit, was die zum Teil an den Rändern für Menschen auffangen und mitlaufen lassen. Aber grundsätzlich denke ich, wir gehören alle zusammen. Wir müssen dieses Land zusammenpacken. Und jeder, der hier lebt, gehört dazu. Und ich meine, dass sie sich eine Religion ausgesucht haben, gegen die sie sich wenden mit ihren diffusen, das halte ich für ganz gefährlich. Das geht gar nicht. Das hatten wir in der Vergangenheit schon. Das brauchen wir nicht nochmal. Das geht überhaupt nicht. Das ist ein absolutes No-Go. Und da müssen sie sich meiner Meinung nach ganz stark von distanzieren und auch klar machen, dass es ihnen daran auch nicht geht. Und wenn sie das nicht schaffen, dann machen sie natürlich einen rechten Rand auf. Ansonsten denke ich, ist völlig legitim, dass man auf die Straße geht. Finde ich völlig legitim, völlig in Ordnung. Und dass man auch klar artikuliert, womit man hat vielleicht das Gefühl, dass man so ein bisschen von der Politik abgestellt wird und verwaltet wird. Das finde ich auch, verstehe ich auch. Und dass auch der Politikstil vielleicht auch von der Großen Koalition etwas abgehoben ist, verstehe ich auch. Aber dass man sich eine Religion dafür aussucht, sich gegen die zu wenden, geht gar nicht. Das geht überhaupt nicht und das ist ein absolutes, da gibt man auch keinen Millimeter Platz. Und diese Menschen, die gehören schon seit 50 Jahren zu uns, Menschen islamischen Glaubens, die haben dieses Land mit aufgebaut, die zahlen Solidaritätszuschlag. Die haben dieses auch die Wiedervereinigung mitfinanziert und das ist absurd. Und wer da mal drüber nachdenkt, da kommt man ganz schnell auf den Trichter, dass man sich da verrannt hat. Ansonsten muss ich sagen, kann man viele Sorgen von den Menschen verstehen, aber sie müssen sich auch klarer gegen rechts abgrenzen, weil das ist leider mit unserer Geschichte ist das auch ein absolutes No-Go. Wie werden Sie heute Abend damit umgehen? Es sollen ja nicht nur Gegner von Pegida kommen, sondern auch Befürworter, wenn es Chöre gibt, vielleicht auch gegen Sie, der Sie hier heute auftreten? Ja, keine Ahnung. Das werden wir sehen. Also ich denke, wir sind ein Land mit freier Meinungsäußerung. Ich bin da entspannt. Also ich denke, ich hoffe, dass wir zusammenkommen, um miteinander zu reden und einander zuzuhören. Ich hoffe, dass Sie mir auch zuhören und nicht von vornherein gleich denken, ich pöbel jetzt hier rum. Das tue ich nicht. Aber mir ist daran gelegen, dass wir wirklich nach 25 Jahren nach der Wiedervereinigung begreifen, was wir für einen Schatz in den Händen halten hier mit diesem Land und dass wir das gefälligst liebevoll verteidigen, auch alle Menschen, die zu uns kommen, hart verteidigen und nicht einfach dem Preis geben. Das geht gar nicht. Ich habe mal eine kurze Frage, man hat beim Soundcheck gerade so ein bisschen beobachtet, war sehr windig, schön kalt. Heute Abend werden bestimmt -1, -2 Grad sein. Das ist ungewöhnlich, so ein Konzert bei so einer... Das ist ungewöhnlich, speziell wenn man Klavier spielen will mit den Fingern. Wird natürlich hart, weil man nicht weiß, wie die frieren. Und natürlich steht man natürlich auch in einem gewissen Adrenalinpegel, das ist keine Frage. Auch speziell kurze Konzerte sind immer schwieriger als lange. Aber letztendlich ist man nicht hier, um jetzt hier ein brillantes Konzert zu spielen, sondern einfach ein Signal zu geben und hoffentlich die Leute auch stärker aufeinander zuzubringen, als sie einander zu teilen, zu trennen. Das ist doch auch mal hin, oder? Das liebt. Vielen Dank. Alles klar.